Was ist das denn? Der gehört aber nicht rein. Bello, die machen wir jetzt platt, komm. Guck mal, wie der dann von den Kühen hin und her geschoben wird. Du bist machtlos. Junge, du bist richtig machtlos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und wir wollen heute nochmal uns kurz, oder mehr oder weniger kurz, unserem Jutenhaus hier widmen, unserem Hühnerstall. Und mir wurde auch letztes Mal noch gesagt, warte mal, da muss ich mal ganz kurz hier, und ich sehe das nämlich auch gerade, dass der Zaun hier noch von dem Creeper weg ist. Ja, Bello, was geht denn? Hä, was geht denn hier? So, ja. Es ist immer am Anfang einer Minecraft-Folge so. Ich finde es erstmal, da habe ich mich letztens mal drüber beömmelt, wenn man sich wirklich mal so die Videos von mir, ich habe mir letztens so ein paar Videos mal einfach hintereinander angeguckt und immer den Anfang, was ich so am Anfang sage, ja. Und ich sage immer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft oder Minecraft oder Minecraft. Keine Ahnung, es ist so bescheuert, wenn man sich das hintereinander anhört. Ihr müsst es einfach mal tun. Einfach so aus. Ich mache jetzt mal, Leute, seid nicht böse, ich mache den Zaun einfach mal aus. Die Kühe gehen mir so auf den Sack. Wenn man hier am... Was ist das denn? Der gehört aber nicht rein. Bello, die machen wir jetzt platt, komm. Guck mal, wie der dann von den Kühen hin und her geschoben wird. Du bist machtlos. Junge, du bist richtig machtlos. Die Kühe machen dich voll fertig, Digga. Warte mal, ich gehe mal eben in den Stall hier nebenan. Da kann ich den, glaube ich, besser umnieten. Auf jeden Fall, wenn man sich das mal hinter... Ihr müsst es einfach mal tun, egal von welchem Let's Player. Guckt euch mal einfach mal so die Anfänge immer wieder an. Und es ist so lustig. Also, ich bin nicht klargekommen. Ich muss mich richtig kaputt lachen. Naja, okay, gut. Auf jeden Fall ist es am Anfang einer Minecraft-Folge immer so, dass man dann am Anfang immer so am Anfang denkt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Genau, die Schilder wollte ich mitnehmen. Und zwar, am Anfang einer Minecraft-Folge bin ich immer so, dass ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Aber irgendwann fange ich dann an zu reden und dann fällt das einfach nur noch aus meinem Mund raus. Und das ist wirklich katastrophal. So, mir wurden ein paar Tipps gegeben, natürlich mal wieder zur jutenalten Farm hier. Und zwar wurde da gesagt, Zander, setz doch einfach Schilder dahin. Dann fällt nämlich das Item, was dann hier so lang läuft, hier so einfach runter. So, und dann fällt das da runter. Und wenn das da runtergefallen ist, dann kannst du unten neue Wasserquellen hinsetzen, die dann dafür sorgen, dass das Item in die Mitte gespült wird. Und da ist schon ein Ei. Da ist ein Ei. Hast du es gesehen, Bello? Da war ein Ei. So, jetzt haben wir haben zwei Eier. Geil. Dann müssen wir mal ganz kurz... Und da wurde mir schon wieder was gesagt. Und zwar hat mir... ein Abonnent einen Tipp gegeben. Und zwar, ich soll die Eier auf Hühner werfen und dann kommen da öfter Hühner raus. Aber irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Naja, keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt das gerade übelst, dass der Sound von Minecraft aus ist. Ich muss ihn wieder anstellen. Aber es hat so genervt mit den Kühen. Wir stellen ihn mal wieder auf 40. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen Hintergrundrauschen des Wassers wieder da. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder einen Eimer und den müssen wir jetzt natürlich auch irgendwie so setzen. Dass das Wasser, ja, ist ja gut. Dass das Wasser dann natürlich auch. So, warte mal, machen wir es so. Natürlich nervt den Hund das jetzt übelst, aber. Warte mal, hatten wir nicht irgendwo eine unendliche Wasserquelle? Genau, da haben wir eine. So, und dann können wir jetzt auf der anderen Seite, und da wurde mir dann schon wieder ein Tipp gegeben, weil ihr einfach so geile Leute seid und mir immer wieder Tipps gebt, weil sonst würde ich hier, glaube ich, schon ewig verrecken. Einfach mal eine Druckplatte auf den Boden setzen. So, das heißt, wir gehen jetzt hin und machen aus diesen Dingern hier mal eben kurz Druckplatten. Das müssen wir natürlich so machen. Zwei Stück. Und dann gehen wir wieder nach unten. Und dann setzen wir diese Druckplatten, setzen wir dann nämlich hier hin. So, am besten dahin und dahin. Ey, das ist echt mega unsymmetrisch. Warte mal, komm mal her, Bello. Komm mal. Komm hier hin. Ja, komm mal her. Ey, warte mal, habe ich nicht einen Stock dabei? Hier! Hol das Stöckchen! Hä? Okay, gut, das reicht. So, dann bleibst du da sitzen und das ist richtig hässlich, unsymmetrisch. Fällt mir gerade mal auf. Und wir haben keinen Cleanstone mehr. Panik! So, warte mal, jetzt müssen wir da. Setzen wir Steine, das war echt nicht so wirklich klug, aber. Jetzt setzen wir da und dann machen wir hier nämlich diese Druckplatte, die wir jetzt gerade wieder abgebaut haben. Die setzen wir jetzt dahin. So,
Jetzt haben wir hier zwei Druckplatten. Das sieht ein bisschen hässlich aus, aber die Items, die müssten jetzt, so wie mir das erklärt wurde, jetzt genau hier so angespült werden. Das heißt, wir springen hier rein, dann können wir die Items so looten. Zack, 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 fertig. Fertig aus, Mickey Maus. So sieht das aus. So, genau, ich wollte jetzt noch ein paar Sachen machen. Und zwar wollte ich noch ein paar, muss ich noch ein bisschen Holz dafür farmen, weil ich wollte hier den Überhang von dem Dach noch machen. Da wollte ich den Überhang von dem Dach noch machen. Und da wollte ich den Überhang von dem Dach machen, weil, wenn wir jetzt nämlich mal von der Seite gucken, dann ist das Dach ziemlich schmal und dadurch sieht das Dachfenster dann ziemlich öde aus. Und deswegen werden wir jetzt hingehen und erstmal die Saplings, die wir jetzt haben, erstmal noch hier auf den Boden kloppen, weil sonst vergesse ich das wieder und dann wachsen hier nie Bäume. Und dann müssen wir bald wirklich bis da ganz hinten rennen, um uns irgendwelche Holzmaterialien zusammen zu farmen. Und das ist natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. Ach ja, und es gibt ja immer so ein paar Themen, die ich mir vorher immer überlege, bevor ich ein Let's Play anfange, was ich dann halt so ansprechen möchte, mal so kurzerhand. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, ich hatte ja gesagt, dass ich so ein Kommentier-Video mache, also ich kommentiere eure Kommentare. Das kennen vielleicht einige von YTT oder so, von den etwas größeren YouTubern, die machen sowas ja auch. Ich finde, das ist eine ziemlich geile Idee und das werde ich auch machen und da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht, aber da möchte ich auch nicht zu viel zu verraten. Aber, was ich jetzt verraten kann, ich werde nach dieser Aufnahme, werde ich ganz schön hingehen und eine Adventure-Map aufnehmen. Das heißt, es wird jetzt die Tage, wird es zwei Folgen Minecraft am Tag geben. Also ich denke mal, diese Woche wird das der Fall sein, dass ich dann zwei Folgen am Tag hochladen werde. Und zwar wird dann morgens halt eine normale Folge Minecraft kommen. Und abends wird dann eine Folge Adventure Minecraft kommen. Genau, und dafür habe ich mir ein paar Sachen überlegt, ein paar Sachen umgesetzt und so. Und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und ich bin mal gespannt, ob euch die Map gefallen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eine Map, die werde ich jetzt noch nicht spielen. Die habe ich schon installiert, also beziehungsweise die habe ich schon in meinem Save-Ordner drin. Die werde ich aber noch nicht spielen. Aber ich werde mir jetzt eine Map noch aussuchen. Aus dem, denke ich mal, deutschen Minecraft.de Forum. Da ich ja die deutsche Community auch sehr unterstützen möchte, möchte ich mir halt aus dem deutschen Minecraft.de Forum eine Map aussuchen. Und eigentlich könnt ihr ab jetzt, also wenn ihr das jetzt gerade hört hier, könnt ihr, und wenn ihr eine Map gemacht habt, dann könnt ihr mir gerne eure Maps per PN zusenden. Dafür am besten einfach nur in die Überschrift reinschreiben, Adventure Map für Zander oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, wo dann drin steht, dass ich weiß Adventure Map. Weil diese PNs werde ich nämlich dann öffnen, wenn ich mir dann die neue Adventure Map raussuche. Ja, beziehungsweise ich gucke mir eigentlich alle Adventure Maps an. Ich fände es ziemlich cool, wenn ihr noch eine kleine Beschreibung dazu machen würdet. Also wenn ihr dann schreiben würdet, was weiß ich, das ist eine reine Jump Map oder das ist eine Rätsel Map. Wobei ich Rätsel Maps richtig krass bevorzuge. Also das heißt, wenn ihr mir eine Rätsel Map schickt, dann ist es die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sie spiele, weil ich nicht so der Jump Typ bin. Ich möchte ja nicht zeigen, wie ich nur am Failen bin. Obwohl ich in Rätselmaps auch ziemlich oft fehle. Fehle! Ich fehle in Rätselmaps. Herrlich, herrlich. So, ja, also wie gesagt, was ist das denn hier? Ich komme nicht mehr raus. So, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mir eine Map zu schicken, dann könnt ihr sie jetzt tun. Schreibt aber bitte in die Überschrift und schreibt vielleicht noch einen kleinen Text dazu, fände ich eigentlich ziemlich cool. Ja, ansonsten war es das zu dem Thema eigentlich auch schon so. Und ist das nicht ein Zufall? Ich bin am ach nee, ich habe übelst viel Fleisch noch mit. 17 Rinderfleisch ist das, glaube ich, ja. Rind! Lecker Rind! Was ist denn das überhaupt für eine große Fläche hier hinten? Tschu! Übel. Was sind da? Ey, wie geil ist denn die Fläche hier? Ey, nee! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Da ist ein Hund! Da ist ein Hund, Leute! Da ist ein Hund! Da, 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 da. Komm her! Nein, das, Alter, ist es jetzt nicht mein Hund, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, was geht, Digga? Bap, 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 bap. Jetzt haben wir eine Belludine. Komm mal mit! Hier. Ah, wie geil ist das denn? Wir haben einen Hund, einen zweiten Hund. Und das heißt, wir können uns jetzt eine Hundearmee machen. Geil, also müssen wir erstmal Bello... Boah, der wird sich jetzt richtig freuen, der Hund. Der Bello, der wird sich jetzt richtig freuen. Hier erstmal die Saplings noch einsammeln. Du! Bello! Ich hab was für dich! Da ist er! Da ist er, der Bello! Komm mal mit! Hier, pass mal auf. Ey, wo ist denn... Warte mal, bist du jetzt Bello oder bist du jetzt der...
die Bellodine. Ich glaube, Bello sitzt eigentlich im Keller hier und chillt ab. Ja, da ist er doch. Zack, und da haben wir noch ein Ei. Und wenn das jetzt noch einen Huhn gibt, dann habe ich wirklich hier eine Glückssträhne. So, ihr beide geht jetzt erstmal hier in den Hundezwingerstall. Ja. Sehr schön. Oh. Stimmt ja. Sitz. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Hund, aber schon im Liebesmodus. So, Sitz. So, und zack. Kriegst jetzt auch nochmal hier was. Und jetzt beide müsst ihr euch natürlich auch wieder hinstellen, damit ihr auch ein bisschen euch lieb haben könnt. Guck mal, da haben sie sich lieb. Ist das nicht schön? Und da ist ein Babyhund. Oh, was süß. Oh, was süß. Dem müssen wir einen harten Namen geben. Wisst ihr was? Denkt ihr euch doch einen Namen für den Hund aus. Das fände ich jetzt eine richtig geile Idee, wenn ihr euch einen Namen ausdenkt. Und, also ich würde sagen, für die Leute, damit ich das nicht entscheiden muss, gebt einfach dem Namen, den ihr richtig geil findet, den Daumen nach oben. Also wenn ihr einen Namen in den Kommentaren lest, wo ihr euch denkt, ey krass, das ist auf jeden Fall richtig geil, der gefällt mir, könnt ihr natürlich euren eigenen, ihr könnt euch auch so einen ausdenken, aber ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn ihr dann so den Daumen hoch gebt für den Namen, den ihr so, was ich, favorisiert oder wie auch immer. So, es wäre schön, wenn ihr jetzt mal ein bisschen abchillen würdet hier, so. Genau, so. Also, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, dann schreibt einfach in die Kommentare, Zander, du bist ein Volltrottel, du konntest das nicht richtig erklären, was du von uns willst. So. Hier die Pfeile und den Bogen nehmen wir mal wieder mit. Und ich würde sagen, der wir jetzt eigentlich... Genau, was habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Genau, ich habe Holz gesammelt. Haha, und dann habe ich den Hund gesehen. Und dann bin ich voll ausgerastet, weil ich mich übrigens gefreut habe. Aber das darf man doch, Leute. Das ist doch vollkommen in Ordnung, würde ich mal sagen. So, und ach krass, wie viel Holz wir haben. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach das ganze Holz, verplästern wir für Treppen. Ja, viele von euch denken sich jetzt wahrscheinlich wieder, mein Gott, du übertreibst wieder, aber es ist mir egal. Weil ich habe jetzt so oft schon gesagt, dass ich mit den Stufen übertreibe, aber im Großen und Ganzen mache ich mir immer wieder neue Treppen. Also es ist so viele Treppen, wie ich immer verbaue, weil ich die Dächer ja eigentlich immer gleich baue. Nee. Jetzt habe ich gar keine normalen... Oh, das war natürlich auch Fail. Jetzt habe ich gar keine normalen Stufen für... beziehungsweise Planks für... Alter, warum kommen denn da keine Hühner raus? Das ist ja mal voll ätzend. So, warte mal. Wir haben übelst viele Stufen, aber haben jetzt kein richtiges Holz. Das ist natürlich jetzt ätzend. Aber, oh. Oh. Jetzt kommen wir gar nicht aufs Dach. Boah, Kühe, ey. Geht mir doch nicht auf den Senkel jetzt, ey. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich baue mir ein Baugerüst, was so hässlich ist wie die Nacht. Oder so. Keine Ahnung. So, bauen wir mal hier wieder die Treppen runter. Wenn wir was hier geschafft haben. War ja klar, dass ich jetzt hier wieder runterfall. Ja, ist ja. Warte mal, dann müssen wir hier mal. Das ist ja das Geile, jetzt können wir uns hier so eine. Ja, okay, okay, okay. So. Nein. Och, Menno. Wie kann sowas so schief gehen? Ist immer das Gleiche mit mir hier. So, das Gleiche müssen wir natürlich jetzt auf der anderen Seite auch machen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hin und machen hier so. Und wir können eigentlich auch hingehen und hier mal ganz cool... ach, egal. Machen wir jetzt nicht. So. Und ich glaube, so ist das ein bisschen intelligenter, wenn ich so laufe, weil dann ist das alles ein bisschen stressfreier. Und wo wir gerade hier sind, da können wir auch die Seite eben fertig machen. Zack, zack. So, und dann können wir hier oben sofort das reinsetzen. Und jetzt müsste das an für sich, müsste das jetzt besser aussehen, weil... oh, das Holz reicht sogar, ist ja geil. Nein. Nein. Ätzend. War klar, dass die Stufe sich jetzt wieder so hinsetzt da. Kriege ich denn das jetzt hin hier? So müsste das klappen. Jo. Boah, was ist denn das für ein dreckiges Loch hier? Also es gibt manche Momente, da kann man wirklich ausflippen. So. Oh, die Bäume wachsen. Das ist doch schon mal schön. So, und jetzt können wir nämlich gucken. Und das sieht jetzt wesentlich
besser aus, finde ich. Allgemein, weil das einfach nur breiter ist. Und es sieht wirklich stylisch aus, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Guckt euch das mal an. Sieht übelst übertrieben fett aus. So, gucken wir uns das nochmal von hier an. Tschu, sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall funktioniert, so vom Optischen her. Außer diese hässlichen Dirtklumpen, die müssen wir natürlich da jetzt mal entfernen. Das werden wir jetzt auch sofort tun. Und für die Leute, die jetzt schon wieder Panik schieben, weil mein Inventar so unglaublich aufgeräumt ist, werde ich, den kann ich versprechen, dass ich jetzt als nächstes sofort in den Keller laufe bei mir und dann hingehen werde und das ganze Inventar mal ein bisschen sortieren werde. Weil mir geht es gerade selber tierisch auf den Senkel. Aber ich möchte jetzt erstmal, bevor wir das machen, nochmal hier die ganzen Dirtklumpen wegmachen, die ich hier so liebevoll hingebaut habe. So, zack. Dann können wir nämlich jetzt hier oben schon irgendwie sowas Lagerraummäßiges reinbauen oder so. Ich weiß es noch nicht. Können wir gucken. Und der Wald wächst und gedeiht. Alter. So. Genau, in den Keller rein und dann jetzt werden wir mal ein bisschen sortieren wieder hier. So, hier haben wir nämlich die ganzen Holzgedöns-Zeug drin. Und Stufen, das darf ich nicht vergessen, dass da Stufen drin sind. Sonst ist hier schon wieder Holland in Not. So, jetzt können wir hier die Cobblestones reinbauen, reinmachen. Die Schilder machen wir auch mal hier rein. Wir machen jetzt alles Holzige mal hier rein. Zaun, das, dann machen wir da rein. Dann machen wir hier, ach nee, da sind ja noch Leitern sind da drin. Und Stickies haben wir auch noch. So, dann haben wir hier Dirt, kann da rein. Und dann haben wir hier nämlich so eine Kiste mit allen möglichen Krimskrams. Eisen machen wir aber so lange mal eben kurz da rein. Oh, wie viel Eisen wir noch haben, cool. Den Eimer können wir mal da rein machen, weil die Baustelle ist ja jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt, oh, warte mal, hier ist so ein Pulver, das können wir, das Gunpowder, das können wir da auch noch reintun. Die Knochen nehme ich aber lieber mit nach oben. Leder kommt so in die Krimskramskiste hier. Genau da, oh, da haben wir jetzt sogar 4 Stück von, das ist ganz cool. Sugar. Saplings können wir noch mitnehmen. Dann Rottenfleisch, das packe ich einfach mal ein, aus dem Grund, weil wir ja die Hunde haben und die möchte ich mir jetzt ein bisschen hochzüchten. Ja, ich würde sagen, das passt auf jeden Fall und damit wäre eigentlich auch die Folge schon beendet und es passt sogar, wir haben Nacht. Das ist ja mal unglaublich, dass ich mal wieder nachts eine Folge beendet bekomme. Das ist ja unglaublich. Unglaublich ist das, yay. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr denkt euch einen schönen Namen aus für den kleinen Welpen, der bei uns jetzt gerade im Hundestall ist. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Minecraft-Folge wieder oder vielleicht sogar schon in der Adventure-Folge. Bis dann, ciao!